Hallöchen, willkommen zurück zu Bastion. Wir haben in der letzten Folge eine kleine Special-Aufgabe gelöst mit den Pistolen, deswegen benutzen wir die auch diesmal. Natürlich nicht hier. Ich weiß nicht. Das werde ich irgendwann vielleicht nochmal angehen. Aber wir gehen zur Lagune des Roatus. Der Legende nach hält sich hier die sagenumwobene Knöchel-Gator-Königin auf. Oh, das hört sich nicht gut an. Rothus Lagoon. Even the brushers stopped going there. Didn't like being eaten. Rothus, nicht Roatus. Na, mei. Dann halt Rothus. Ankle gators used to roam the wilds, and they nested at Rothus Lagoon. Das ist nicht gut, dass da was unter der Erde ist. Many a tale folks used to scare their children straight originated here. Okay, muss nur noch wieder ein bisschen reinkommen hier. Moment, konnte man... Ich glaube, ich habe irgendwas gelesen in den... Ja, man kann einfach so nachladen, mit, wenn man den rechten Stick reindrückt. Ich weiß nicht, ob wir das irgendwo schon mal aktiv lesen konnten. Nice. Was für Infos drücken? Die Maurer? Überragende Fertigkeit mit dem Kellhammer bewiesen. Lande einen einzelnen vernichtenden Schlag, der bei einem Feind mindestens 70 Schaden verursacht. Okay. Cool. Danke. All kinds of beasts were torn up from down, still looking about. Oh. Ah, da muss ich vielleicht noch mal ein bisschen üben. Only the city's brushers knew their way around the lagoon. Schleichen. Oh no! Oh. Alter. Okay. Ich muss mich in der Kombination erstmal wieder reinfinden. These beasts, they don't like company. Oh! Was bist du denn für einer? Ja, das mit dem Schild und dem Hammer ist echt geil. Okay, dann machen wir den auch gleich mal platt. Oh. Wir fetzen da ein bisschen nach vorne. Das ist nicht ganz so praktisch, wenn man in Stacheln läuft. Ja, dann lieber so, oder? They used to think that ankle gators were extinct. Ich weiß nicht, ob der... Well, they ain't. One of them's been living in the tall grass. What the hell? They called her Queen Anne. Queen Anne! Die ist ein bisschen heftig drauf. Oh. Wackel doch noch mehr, damit ich nicht kontern kann. Och, leck mich. Lecken Sie mich! Ich habe jetzt nur die... Oh. Ich muss gerade überlegen. Ich habe jetzt schon 3 Tage lang oder so nicht gedaddelt. Ich muss gerade überlegen, wie man sich heilen kann. Alle möglichen Tasten gedrückt. Alter. Lagoon's got plenty of other dangers, of course. Kann man den hier irgendwie fällen? Also so richtig? Schauen wir nicht. Wobei, vielleicht brauchen wir da auch nur... Oh, nicht wups! Nö. Ja, aber die Lagune ist... es wirkt wirklich sehr gefährlich. Turns out Queen Anne got a hold of a shard. Ankle gators love shiny things. Okay. You know what smells worse than an ankle gator's breath? The stinkweed. Stinkkraut, lecker. Ain't time for pecker hunting, but the kid can't resist. Wenn es hier ordentlich was zu holen gibt. Can't fight Queen Anne without the proper tools. Bad.
Was ist das? Schleicherspieß? Now the kid can do the same. Oh, da ist noch sowas aufgeploppt. Ja gut, ich meine. Okay. Ich hätte eigentlich schon gerne den Hammer gern behalten. So she backs off a bit. Die Musik. Geil. Was zur Wurfvorbereitung B gedrückt halten? Most of those peckers are smart enough to stay out of Queen Anne's way. Okay. Gerade überlegt, ob ich den da liegen lassen soll. Aber wir haben uns ja voll geheilt. Oh. Das war nicht ganz so klug. Wie die Mucke abgeht. Voll geil. Those pin cushions been living off the ankle gator scraps. Ach, der hält den zu. Das ist gar nicht mal so unpraktisch. Wo müssen wir denn lang? Ich glaube, das hier ist der richtige Weg. Dann gehen wir erstmal hier nach unten. Fit down some of these narrow paths. Ah ja, das schadet mir scheinbar nicht, das stinkt nur. Das sah aus, als hätte es mir dort doch geschadet. Ah. Queenie leads the kid in some kind of twisted trap. Ja. Queen's got one mean bite. One bad step in that tall grass and he's Queen Anne's lunch. Eigentlich würde ich gerne den Hammer wieder nehmen. So. Und statt Schleichen nehmen wir den Pistolenrüstung. Auch wenn wir das Schleichen jetzt gar nicht benutzt haben. Brusher's way ain't really his style. Oh, falsche Taste. Ah, ja, genau. Moment, wie konnte man umschalten? Das ist aber auch eine blöde Tastenkombination, wenn man gerade am Blocken ist. Piu, piu. Oh. Warte mal, die kriegt davon keinen Schaden. Kann man die denn... Kann man ihr wehtun? He holds his ground. Seems the queen's running out of options. Oh. Ah, dieses blöde Gewackel, ey! Leck mich. Kann ich sie damit blocken? Ach, ist schon wieder weg, oder wie? Scheinbar. Oh. Das heißt, man committet hier richtig. Man kann gar nicht mehr zurück. Jo. Wenn man sich einmal entschieden hat, dann bleibt es dabei. Wow. Oh. Das nervt mich ein bisschen. Kann ich den da nicht ins Kreuz schießen, doch? Nice. Was?
Der explodiert einem auch noch in die Fresse, oder wie? That old gator's right on his tail. Whoa. Okay, das ist nicht der richtige Weg. Müssen schnell machen. Queenie must have scared a bunch of peckers out of hiding. Blöde Pecker. Ich stehe auf die Mucke. Oh, wir sind sogar nur mit Pistolen zu langsam, um den im Flug zu treffen. Wow. Oh. Ist da was? Nee. Ich wollte grad gucken, ob da was aufgeploppt ist. Als ich den großen Schädel platt gemacht habe. Knöchelgator-Ei? Ankle-Gators don't much care for their young. That's why there ain't many around. Riesig und sehr schwer. Unser Inhalt scheint am Leben zu sein. Oh, kann man das ausbrüten? Dann wird's mein Pet, oder was? Knöchelgatoren galten als ausgestorben, weil es Jahrzehnte dauert, bis ihre Eier ausgebrütet sind und sie daher meist Räubern zum Opfer fielen. Räubern wie mir. Wo muss ich jetzt bitte schon lang? Und warum schwebt hier so ein Zeichen rum? Das habe ich vorher schon gesehen, dass das, Okay, und wie hau ich es jetzt kaputt? Now she's coming for him. She's got nowhere else to go. Okay. Nachladen. They say if you run across an ankle gator, you better keep running. The shard's sitting in plain view. Okay, der Vogel ist weg. Wie kriegt man den da raus? Muss man warten, bis er... Moment, ich warte jetzt hier mal. Ah ja. Okay. He's got it. And now to finish her off. Ah ja. Ah, jetzt dachte ich, ich kann hier mit Schild lang. She's starting to get annoyed. Ah, das dauert zu lang. Das dauert zu lang. Alles easy. Wir haben alles im Griff. And now he's made her mad. Ah. Oh, das ist kacke. Nice. Oh. Und der Arsch trifft mich, ja? Oh, leck mich doch! Das mit dem Kontern, das verlernt man aber auch, wenn man hier mal 3 Tage nicht gedaddelt hat. Mach auf! Macht des Mondsteins! So, noch einen kleinen Schluck. Oh. Moment, da können wir uns auch noch ein bisschen was verdienen. So. Ich glaube, wir haben alles. Ja, wird schon passen. Wird schon passen, wir haben den Splitter. Kids done what needed to be done. Und ein Ei. Queen Anne's reign is over. We even got a crown jewel. Ja. Die haben wir auch mitgenommen. All that trouble for a single shard. But you know what? It was worth it. Mm-hmm.
Wir verbessern die Distille. Ich möchte wissen, was wir da noch an passiven Boni bekommen können. Just the occasion the crack opened the distillery's private reserve. Ach, der Rettungsrum. Ich habe mich schon gewundert, was der macht, aber nee, passt schon. Ah ja. Immunität gegen Schaden durch Fallen. 200% Schaden durch Fallen auf Feinde. Wow. Plus 2 Schwarztonikum eigen. Überleben eines Angriffs, der zu Niederlage geführt hätte. Okay. Aber was sind denn hier Fallen? Zählen meine Minen auch als Fallen? Komm, wir nehmen den mal. Das würde uns, glaube ich, einfach nur 2 Plätze schwarzes Tonikum dazugeben. Nehmen wir den mit? Ich benutze die Special-Fähigkeiten nicht wirklich oft. Aber wir nehmen es einfach mal. Like rice, like hot pineapple chowder on a cold day. Brings back memories. Oh, lecker. Das hört sich gut an. Ey, Sia, was sagst du denn zu dem geilen Ei? That gator's a crazy gal. So is the gal. Oh! Was? Wir haben das ausgebrütet? Hätte ich das ihm auch zeigen können? Oh ja. They said Queen Anne was just a folk tale. Now there's living proof she ain't. Okay. Tach. Komm. Ah! Fuß! Ich komm bei Fuß! Bei Fuß! Na? Spielkameraden? Oh, she's cute now. Just you wait. Okay. Sehr cool. Können wir hier bei der Schmiede noch ein bisschen was verbessern? Können wir. Die Pistolen. Ja, wir haben zu wenig. Wir haben zu wenig. Ja, sagen wir mal Cash. Na gut. The next charge should be farther out there in the wild. Wir nehmen gleich mal nächste, in Anführungszeichen, Hauptmission in Angriff. Ah, ich habe die Info nicht vorgespielt. Upsi. Know how Ceylandia became the richest city in the world? 2 words. Point Lemaine. 2 words. 4 Wörter. Ach, cool. If the wild could ever be tamed, it's gonna happen right here. But now, the greatest outpost past the city line is nothing but a freak show. Oh? The army's triggers once had the place on lockdown. Wann macht er sein Auge auf, wenn wir nicht hingucken? Naja, wird schon irgendwie so sein. Oh hey. Armeekarabiner. You might as well pick up where they left off. Zum Zielen X gedrückt halten? Just like my fighting days. Gun like that can even put the wild in check. Ah ja, und da, okay. Ach, kurz davor ist kritisch. Ah. Nice. Point Lemaine seemed better days for sure, but it ain't done. Ja, besieg dich selber. Moment, geht's hier weiter? Oh, hier geht's auch weiter. Danke. 20 von diesen Fragmenten. Nice. Whole place shudders in a fit. The Grand Rail of Point Lemaine. Not only is it still there, it still works.
Auch interessant. Of course, no longer shipping hides and alloys and spices, but it can give the kid a lift. Just as long as he can stay clear of the trouble on the tracks. Die Kackdinger sind auch ein bisschen nervig. So. Auf die bleiben da weg. Grand rails all grown over with things of calamity chewed up and spat out. Things eager to take back their turf. No, nervig. Vor allem, dass man da auch zwei Schüsse braucht für die Kackviecher. Ach du kleiner Bastard. Okay. Oh. Okay. Oh, hätte ich nicht gebraucht. Okay. Komm her. Huis. Was ist mit der Pusteblume? Oh! Not much wiggle. Upsi. Hoppalei. Ja gut, da habe ich mich selber von der Schiene geschossen. War keine Absicht. Takes fancy footwork on the rail. Over wallflowers, coffin, fungus everywhere. Arsch! Wo geht's lang? Hier oben? Ist das der normale Weg? Wirkt fast so. Oh! Damit habe ich jetzt nicht gerechnet, dass hinter mir was spawnt. Oh, egal. Kann man den hier... Doch. Und habe ich das geheilt? Wieso schießt du da nach unten? Gosh. Oh, den habe ich auch wieder vergessen. Ist das hier wieder? Place used to be closed off, but now it's split open like a rotten pineapple. Verfaulter Rebapfel, lecker. Ich mag die Waffe nicht wirklich. Rails seem much more fighting than bygone times. Dann nehme ich doch lieber die Duellpistolen und nehmen wieder eine Fähigkeit, die ich benutzen kann. Danke. Near on 50 years ago, first shots fired in the Earth-Sylonian War. Nice. Da hätte ich jetzt vielleicht die... das andere Ding benutzen können. It was right here that Zulf's Ur forefathers decided to mix it up. Kackvogel. Ja, das heilt. Alter, wie ist er denn drauf? Oh. Nervig. So. Ach, den kann man gar nicht so auskontern. Naja. Okay, so maybe we didn't get their sign-off on the whole Grand Rail thing. That was bad. Oh, ich war... Eigentlich wollte ich ja den hier umklatschen. Ach, Schlecken, ey. The rail must have shook the earth to the bone down in those dens of theirs. Ich glaube, ich bin hier richtig. Das ist nicht gut. Das ist aber gut.
Oh, hier geht's doch gar nicht lang. Okay. Well, the rail won't last much longer now that the kid took the shard. It's still got one good run in store for me. All the rotten wood there on the rail is turning into swamp weed central. Oh, du Kackvogel. Ever tried dancing side to side while holding your breath? Na gut. I'm choking on swamp weed. Oh, yeah. It ain't fun. Oh. Oh, die Kackvögel auch nochmal. Moment, da gibt's aber auch was von Razzifarm. Naja, nicht unbedingt. Was? Wieso schießt ihr denn daneben? Kann ich da nicht die Stacheln wegschießen? Oh. Na, wobei. Passt schon. Ah, trotzdem noch aufs Maul gekickt, oder? Turns out he's got company up at the rail station. Waiting for him. Ach, man kann es auch mit dem. Okay. Oh, Kacke! Immerhin habe ich das Ding aus dem Weg geräumt. Oh. Nice. Was? Wieso habe ich den denn nicht getroffen? Oh. Okay. At first he thinks it's Zulf. Sieht nicht unbedingt nach Zulf aus. Turns out he's wrong. Was ist ein weiterer Ura? This is for you, says the man. Sticht er mich ab? Then wham. Tatsache? Echt jetzt? When the kid comes to, the man's long gone, but something else is there. The only words Kid recognizes on that parchment are for Zia. Oh, ein an Zia adressierter Brief. Er scheint von Zulf verfasst worden zu sein, der offenbar einen anderen Ura-Überlebenden als Überbringer gewinnen konnte. Möglicherweise hat Zulf Zia genug von ihren gemeinsamen Muttersprache beigebracht, um... Ich kann es aber auch nicht weiterlesen. Sowas aber auch. Well, what's a kid to do? He took the shard, he took the hit, and he took that note. Okay. That note cuts straight to the heart of things, don't it? Hey, guck mal. Wo haben wir den denn aufgegabelt? Faxieren, Rehm, Keramik-Kochtopf. Ach, können Sie einfach so fangen. Okay, erstmal die Nachricht. Hier, schau mal. The note says it plain. Zia, go east to learn the truth about the calamity and our people. I'll be waiting. Sincerely, Zulf. What? Finding gourmet ingredients ain't easy these days, but we'll take what we can get. Cooler Kochtopf. Was hast du zum Brief zu sagen? Du hast Blumen zum Brief zu sagen? Okay. Zulf's messenger was one of his people. Wonder just how many of them survived. And what exactly Zulf told him. Na gut. Dann führen wir den Splitter ein. It ain't too late to unlock the potential of this place. Und... Ah ja. Wir gucken einfach erstmal.
zur Trapper-Schlinge. Weiß nicht, ob ich die jetzt dann so benutzen möchte. Die Schmiede haben wir schon. Neue Mission. Nehmen wir mal mit. The memorial may be finished, but our part is far from over. Ah ja, das können wir jetzt einlösen. 500, danke. Masons, we built the city strong. Now there's only two of us. 12 Kugeln ohne zu verfehlen in einen einzigen Feind. Ach, das sind extra Waffenfertigkeiten. Aha. Die Prüfung der Götter überstehen, überlebe einen Abstecher nach wer weiß wo mit mindestens einem aktivierten Schreingötzen. Ach, wer weiß wo ist diese Pfeife, ne? Okay, wir haben jetzt aber genug, um hier wieder was zu basteln. Und zwar... Kugeln prallen beim Kontakt ab, eine experimentelle Treibladung, die die Kugeln dazu bringt, von Ziel zu Ziel zu springen. Oder Zieldurchdringung. Nee, die sollen ruhig abspringen. That ought to give those dueling pistols a little extra kick. Ja, das könnte interessant werden. Ah, für den Armee-Karabiner gibt es auch noch was. Kugeln verursachen Rückstoß, 30% Geschwindigkeit beim Zielen. Oh, da, das könnte man machen. Lassen wir das aber erstmal ein bisschen. Wir sehen uns in der nächsten Folge und ich glaube, wir werden da mal so ein paar Missionen machen für unsere Waffen. Also macht's gut, bis dann. Ciao.